aufnehme. Gut, schon. Jetzt ist sehr schön. Okay. Statistik. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich nehme mal an, da gibt es auch Formeln dafür, gell? Ja, ja, aber nicht viel. Okay. Die erste Frage ist natürlich, was ist denn der Unterschied zwischen den zwei? Dass die Statistik nicht stimmt. Dass die Statistik nicht stimmt. Also, wenn man zum Beispiel am Sonntag. Ja, das war interessant. Das ist so. Warum? Warum weiß ich das? Am Sonntag ist wohl. So, okay. Jetzt ist der Samstag. So. Und dann ist der Montag. So, okay. Natürlich, am Samstag gibt es ja diese Prognosen und so. Ja. Und das Wort steht eh schon drinnen. Wie wahrscheinlich. Das heißt, da betreibe ich Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, Prognosen und solche Sachen. Aha. Das heißt, wo ich nicht genau weiß, Vermutungen, ja. Erwartungen. Erwartungen, Vermutungen. Am Montag gibt es dann die Farben Gesichter. Und da habe ich quasi die Stimme rausgezählt, ja. Und dann betreibe ich ja? Okay. Das hat immer der grundsätzliche Unterschied zwischen Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also zuerst macht klar, logisch. Das ist eigentlich ein grundsätzlicher Unterschied. Statistik ist Auswertung, ne? Ja, genau. Das ist eine Auswertung, das heißt, die Datenauswertung ist Statistik. Und natürlich alles bedient sich bestimmte mathematische Werkzeuge. Das ist ein relativ einfaches Kapitel, geht relativ viel in die Prozentrichtung. Eigentlich wird es da ein bisschen. Okay. So jetzt mal. Jetzt tue ich das einmal ganz kurz einmal gleich einmal beiseite. Es gibt sehr viel um Prozentrichtung. Ja, wie groß die Wahrscheinlichkeit. So gibt es so viele Stimmen, wie viel Prozent auf die Partei in einem Balkendiagramm oder Kreisdiagramm das zeichnen, das ist relativ unproblematisch. Interessant wird es da. Und da gibt es natürlich, ich war natürlich da gibt es natürlich jetzt ein paar verschiedene Modelle, wie beurteilt. Soll ich ganz von vorne anfangen? Ja, bitte. Okay. Ich habe von der Thematik nie irgendwas. Es gibt zum Beispiel einen sogenannten ARIT, den arithmetischen Mittelwert. Ja. Das heißt, es gibt zum Beispiel, wo ich sage, x quer, überall wo es der quer liegt, da geht es immer Mittelwert. Und es kommen aber gar nicht vor, aber es ist im Endeffekt der Rede gleichen. Summe aller x, y durch n. So, der arithmetische Mittelwert ist nichts anderes, sage ich jetzt einmal. Ich habe ein gutes Beispiel, wo man Statistiken fälschen kann. Okay. Ein Schulausflug, sag jetzt einmal, da sind, sag jetzt einmal 15, 13, 15, 14, 14, 16 und hoch der 30. Ja, das sind einfach das Alter. Okay, ja. Okay. Und jetzt möchte ich die Wissensdurchschnittsalter. So, okay. Jetzt heißt, das können wir schon überlegen, wenn ich jetzt die Formel anschaue, was sind die x, y's und was kann das n sein? Ja, man weiß es gar nicht, so die 2, 4, 6, 7 sollen zusammen und addieren. Genau. Ne? Genau. Das heißt, das n ist einfach der Stichprobenumfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt weiß ich, n ist immer die Anzahl der Einzelergebnisse und x, y's entsprechend einfach. Also, ich das um mich. Jetzt mache ich gleich 15 mal 2. Plus, 15 habe ich jetzt einmal, weil? Aha, 14 mal 2. 14 mal 2, okay, habe ich 14. Plus 16. Plus 13, plus 16, ein Lehrer soll man nicht vergessen. So, okay. Wenn wir jetzt das ausrechnen, fällt uns was auf. Das heißt, 15 mal 2.
Was kriegst du aus? Also ich hab jetzt nicht gleich, ich versuche das im Kopf. Aber 28. Gibt es da irgendeinen bestimmten Trick schon wieder, wenn man das eingibt? Nein. Warum dann man Goschen rechnen soll, ich glaube, was jetzt? 120 durch 7. Na. 17. Ja, 17,5. Ich krieg quasi 17,5 verdacht. Ja. So, und jetzt könnt ihr das sagen, der arithmetische Mittelwert ist der Ausschlag aussagekräftig. Stimmt der eigentlich? Nein, gar nicht. Gar nicht. Das heißt, sobald ich quasi einen Ausreißer habe, ist der Mittelwert der arithmetische eigentlich gar nicht aussagekräftig. Wenn ich zum Beispiel jetzt hergehe, jetzt müsst ihr vorstellen, wie kann ich Statistiken fälschen, ohne dass es fälscht. Stell dir vor, ein Schulausflug. Ja? Und an den Schulausflug ist dann irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen, ja, da hat wer ein paar Bier drungen und so. Irrsinnige Aufwand. So, was macht jetzt die Lehrergewerkschaft? Die hat einen Anwalt, okay, die sagen, ja, das Durchschnittsalter von Schulausflug war 17, also 18 Jahre. Stimmt's? Mathematisch gesehen ist nachvollziehbar. Stimmt. Praktisch gesehen, dann sind sie ein Schneider. Niemand kann es anzeigen wegen Datenfälschung oder was. Das heißt, oft ist es schlecht, wie du sagst. Gewisse Dinge, gewisse statistische Werkzeuge kann ich sehr gut einsetzen, um eigentlich ganz legal Ergebnisse zu fälschen. Natürlich, sage ich jetzt einmal, ist das jetzt nicht alles, es gibt dann ein viel wichtigeres Maß, und das ist das ZFOS, das sogenannte Standardabweichung. Ich sage jetzt, man nennt das Sigma. Ja. Das heißt, die Standardabweichung ist eigentlich eines der wichtigsten Maße überhaupt. Wenn du die Standardabweichung verstanden hast, hast du alles bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik verstanden, das ist das wichtigste Maß. Standardabweichung sagt folgendes, es kommt in der Formel, ja. Wurzel aller, genau, ich glaube, das soll alles tun, genau, so, Wurzel aller xi minus x quer zum Quadrat durch n. So, schau jetzt damit, ist nicht kompliziert aus, ja, ist aber nicht kompliziert. Das heißt, da gehen wir dann zu Karl Friedrich Gauss und das ist wirklich interessant, was der aber sagt, eigentlich, das war eigentlich das Interessanteste. Das heißt, durch die Standardabweichung, ich sage jetzt nur, ich sage das nur mehr einmal, wie man es rechnet, mit einer Zahl. Ja? Weil ich nehme wirklich mit der Dolrechnung. Ich habe quasi in xi, ich habe xi minus x quer zum Quadrat. Ja? Im ersten Beispiel habe ich zum Beispiel den 15er. Ja? Ja. Ich rechne quasi, wenn es willst, 15 minus 17,85 zum Quadrat. Okay. Ist gleich im Mittelwert. Ja. Je weiter dass ich vom Mittelwert weg bin, je größer wird die Differenz. Das heißt, alle Ergebnisse, die sehr weit vom Mittelwert weg sind, haben mehr Einfluss. Das kann drin sein. Okay, das mache ich mit allen anderen Werten. Okay. Ja. Ich rechne da herum dann die Summe. Ja. Setze dann die Summe aller Herkehr, setze dann das nur eine Summe. Ja. Durch den Stichproben, Umfang 7 dividieren und zieht die Wurzel raus. Ja. Und dann kriege ich einen Wert. Ja. Wir müssen dann jetzt nicht rechnen, weil da rechnen es 15 Minuten nur. Aber du weißt das Prinzip? Ja. Da können? Okay, das ist ganz leicht. So, und jetzt mache ich, stell dir vor, ich kriege jetzt der Standardabweichung, ich sage nur Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, Beispiel. Ich sage zum Beispiel Sigma. Ist gleich, sag jetzt einmal, 8,5 Jahre. So, was heißt das jetzt? Die Standardabweichung ist ein Streumaß. Das heißt, um einen Mittelwert verteilt, plus 8,5 und minus 8,5. Ich weiß jetzt nicht, ob das 8,5 aussieht. Ja, ja. Das heißt, ich kriege jetzt näherungsweise, sag jetzt einmal, da bin ich 17 bin ich ungefähr auf 11 Jahre, oder? Ja. Also ungefähr 11. Und wenn ich 8,5 dazu bin, 17, 18 und 8, so ungefähr 26, oder? Oh, ist 26 Jahre. Ungefähr 26 Jahre. So, das heißt,
das sagt Folgendes aus: Durchschnittlich zwei Drittel aller Teilnehmer sind zwischen 11 und 26 Jahren. Wieso zwei Drittel? Das ist einfach generell die Standardabweichung. Das erkläre ich dann nachher an Karl Friedrich Gauss. Kann das raus sein? Ja? Dann versteht man es. Das heißt, es ist immer so, das heißt, mit der Standardabweichung rechnet man, sage ich, zwei Drittel aller Würfel sind da rund um den Mittelwert verteilt. Also ich kann sagen, die Standardabweichung ist schon ein Streumaß, betrifft es eher schon die Gruppen mehr? Sind die Leute im Durchschnitt, im zwei Drittel Durchschnitt zwischen 26 und 11 Jahren drinnen? Welche sind denn alle drinnen dazwischen? Was ist denn zwischen 11 und 26? Welche Zahlen sind denn da drinnen? Ja, ich meine, es sind schon alle drinnen, aber... Eigentlich sind alle drin. Aber es ist trotzdem weiter bei 11, meiner Meinung nach, als bei 26. Das war jetzt nur ein Beispiel, ja. Können da 10 rausgekommen sein. Ja. Das war jetzt das nur ein paar nur Beispiele. Ja. Ich habe es jetzt auch kaum in Taschenrechner ausrechnen. Aber so jetzt damit kann so in dieser Menge, von dieser Zahlenmenge, alle Zahlen zwischen 11 und 26, warten eigentlich... Alles drin, ne? Außer ja. Durchschnittlich 2 Drittel. Also das heißt, wenn er mit der Methode kriegst du es quasi außer, wenn einer dabei ist, der was nicht ganz einfällt, dann nimmst du den aus. Genau, also das Streimaß ist einfach generell in der Wahrscheinlichkeitsrechnung das Nonplusultrum, sage ich da warum jetzt. Ja. Jetzt wird es nämlich interessant. Ja. Das war jetzt ein bisschen Theorie, das würde ich mal wissen. Ich wollte nur ganz kurz die Standardabweichung, die kann der Taschenrechner auch berechnen. Okay. Man kann es mit dem Handy berechnen. Und du siehst, natürlich, wenn es dieselbe Methode jetzt kommt und es sage, na, die Leute waren zwischen 11 und 26 Jahren Ausflug, ja. Dann kriegen sie ein Problem. Stimmt genauso. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ist nur eine andere Möglichkeit, sag jetzt einmal, eine Datenreihe zu interpretieren. Mhm. Dann kriegen sie ein Problem. Wenn 11-Jährige okay, und der Bier drin ist oder was, dann ist der dann nächstes Mal nicht mehr dabei beim Ausflug. Okay, aber wie gesagt, so, interessant wird es jetzt, sag jetzt einmal, jetzt gehen wir eigentlich wieder in das Eingemachte. So, das Rechentechnische ist im Grunde genommen relativ leicht. So, und mit dieser Standardabweichungsgeschichte. Wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du hast jetzt, du machst jetzt in Mexiko ein Stallwerk auf. Okay, ein riesengroßes Stallwerk. Und suchst quasi qualifiziertes Personal und suchst quasi für den Vorstand, für den Stallwerk und es gibt keine staatlichen Subventionen, gar nichts. Das heißt, du bist als Unternehmerin, Geschäftsführerin, vollkommen offen dafür. Das heißt, du musst dann ganz wieder öffnen. So, wenn du jetzt schreibst, sag jetzt einmal, jetzt suchst quasi, sag jetzt einmal Hausnummer, jetzt bewerben sie, sag jetzt einmal 10.000 Leute. Ich sag nur Hausnummer, ja? Also Stichproben von 10.000 und dann wirst du natürlich die dementsprechend Funktionieren prüfen. Du kannst natürlich keine Politiker nehmen, weil die dann ja alles verunreinigen und auch bewirtschaften. Das heißt, ich muss natürlich schon das so machen, wie gesagt, das betrifft Assessment-Center was? Wie? Assessment-Center. Ja, ach Gott, ja. Ja, ich glaube, den Ausdruck kenne ich von der Hand. Es ist ja so, du brauchst dort wirklich coole Leute. Ja. Du kannst nicht mit Vitamin B arbeiten, sondern weil sonst geht das kaputt, sonst geht das ins Land. Das heißt natürlich, jetzt kann ich dir sagen, jetzt tue ich die quasi wirklich einmal extrem kanüfeln. Das heißt, ich überprüfe es auf Herz und Nieren und und. Und dann mache ich quasi eine Testauswertung. Dann mache ich zum Beispiel aus dem Test, mache ich zum Beispiel eine Skala von 0 Punkte, sage ich bis 200 Punkte. Ja? Gibt es maximal bei dem Test. Ja? Und dann mache ich quasi ein Diagramm und ich tue quasi im Durchschnitt habe ich quasi Erwartungswert, habe ich 100 Punkte. Ja. Und jetzt tue ich quasi alle 10.000, sage ich jetzt einmal, alle, was zum Beispiel zwischen 99 und 100 Punkte haben, mache ich für eine Person meinetwegen 1 mm. Okay? So. Und das mache ich quasi mit alle. Okay? So. Jetzt kommt es. Ja.
Das heißt, die macht dann nicht. Kannst du das vorstellen? Ja. Sobald ich mich kann. Und jetzt zufällig, wenn ich dann quasi eine Kurvenfunktion drüber lege, dann schaut das so aus. Mhm. So. Das heißt, egal, wenn ich eine Herz- und Nierende prüfe und ich mache das ganze Rös, kriege ich immer so eine Verteilung. Mhm. Man nennt das auch, so wie es einmal normal verteilt. Warum nennt man das normal verteilt? Weiß? Normal ist. Normal ist, es entspricht der Natur. Du tust 10.000 Händel Eier nehmen. Ja. Du tust das nach dem Gewicht wegen. Du tust das Gewicht wieder so klassifizieren, du kriegst immer diese Kurven. Diese Glockenkurven heißt das. Du nimmst zum Beispiel Körpergröße. Ja, Grundwert hin. Du tust quasi 10.000 oder 100.000 klassifizieren, du kriegst wieder so eine Aufteilung. Das heißt, in der Natur verteilt sich alles. Das ist so. So, und jetzt kommt die Standardabweichung. Ja? Das heißt, in der Standardabweichung ist so, ich habe da den Erwartungswert, den nennt man dann in der Statistik μ. Das heißt, der μ durchschnittlich erwartet man 100 Punkte. So. Und dann gibt es quasi, so wie jetzt einmal sogenannte Streumaß. Das heißt, also zwei Drittel aller, so wie jetzt einmal aller Testauswertungen sind zwischen so und so viele Punkte, die sind ja die im Durchschnitt. Okay. Das ist immer so. Dieses zwei Drittel, die hast du immer. Das heißt, es ist wurscht, ob es jetzt Rosen, Seerosengrößen misst oder sonst irgendwas. Alle Vorgänge in der Natur sind normal verteilt. Okay. Karl Friedrich Gauss war ja ein sehr intelligenter Mensch, aber es war ein Naturwissenschaftler, weil der hat wirklich die Natur beobachtet und die Natur schafft und das Wissen, dass einfach die Dinge einfach so verteilt sind. Ja. So, jetzt hast du natürlich jetzt das Ganze symmetrisch interessant. Das heißt, wenn du so zwei Drittel hast, so wie es im Endeffekt warten, so wie es ungefähr. Sage ich 68%, ja. Dann bleiben Würfel für den Kuchen, Würfel für den Kuchen. Ja, ist da links und rechts das dann jeweils wieder symmetrisch? Symmetrisch, ja. Zum Betrachten? Symmetrisch. Also, 16%, oder? 16, ja. Und 16%, ist das klar? Das heißt, du tust 10.000 Personen, du nimmst 100.000 oder Millionen, du nimmst 10.000 Bewerbungen, du tust dir auf Herz und Nieren prüfen. Ja. Kriegst du so viel Zeit. So, okay, jetzt machst du natürlich das Assessment Center und du kommst dann drauf, aha, das ist annähernd so normal verteilt. Von wo nimmst du denn deine Vorstände? Ja, von den obersten natürlich. Natürlich wirst du da deinen Vorstand auserwählen. Ja? Okay? Alles klar. Zu dem mache ich das Ganze. So. Das heißt, im Endeffekt werde ich nicht wählen, sondern einfach durch den Assessment Center Test. Das heißt, wie viel Prozent kann man dir eher nur in Frage für, so jetzt einmal, für verantwortungsvolle Führungspositionen? Wenn ich dieses Diagramm anschaue. Ich habe nicht vielleicht 10%. Vielleicht 10%. Ja, 10%. So, das ist interessant eigentlich. Das heißt, im Endeffekt haben, und das ist, was das jetzt was weitergeht. Das heißt, das ist immer so. Ich mache zum Beispiel, stell dir vor, jetzt psychologische Tests oder irgendwelche anderen Sachen. Ich kriege immer diese Kurven. Das heißt, im Grunde genommen, oder mache ich zum Beispiel, mein, das Thema IQ ist immer so eine Sache, was das eh, weil es gibt einen emotionalen IQ auch, wenn ich IQ-Tests mache. Ja, kriege ich immer wieder. Das heißt, es gibt in der Bevölkerung nur ungefähr 16%, die was so weit Zusammenhänge verstehen, ja, das ist natürlich so, die was natürlich dann auch mit verantwortungsvolleren Positionen umgekehrt. So, und jetzt kommt der Begriff, jetzt muss ich natürlich jetzt ein bisschen in den Bereich. So, wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie schaut es aber so aus. Da hat jeder das gleiche, wenn ich das Wahlrecht habe, hat jeder, was wir in der Demokratie machen, so,
So, das schneiden wir ab und das tut man da dazu. Und jeder hat quasi das gleiche Recht, seine Stimme abzugeben. Mhm. So, okay, gut. Grundsätzlich könnte man sagen, entweder stimmt was mit dem Begriff nicht oder hat man den falsch ausgelegt. Weil grundsätzlich normal wäre es ja so, dass nur 16% oder weniger überhaupt die Fähigkeit haben, verantwortungsbewusst mit gewissen Sachen umzugehen. So, das Wort Theme heißt du. Und das Wort Kratos ist die Herrschaft. So, und in der Dorfherrschaft, in der griechischen Dorfherrschaft, haben nur ungefähr 10% der Personen wirklich ein Wahlrecht gehabt, und das waren die Bürger. Obwohl ich in einer Indianerdörfer bin, gibt es dieses natürliche System, dass nur quasi ganz wenige das Sagen haben. Und das war die Demokratie, wie es ausgelebt worden ist, im Ursprung. Okay. In dieser Theme haben ungefähr nur ca. 10% überhaupt zur Wahl gedürfen. Warum? Weil einfach, wenn es zum Beispiel dieses Thema war ja ein angeschlossenes System. Ja? Es hat ja keine Sozialleistung gegeben. Das heißt, wenn du da ein paar Stritzis drinnen gehabt hast, die was Geld von uns halt haben, aber vielleicht den Weizen billig verschachert haben und spekuliert haben, dann war die Scheunen leer und im Winter sind alle da gefahren. Das heißt, also Überlebenswillen haben sie sich natürlich an die Normalverteilung halten müssen. Haben wir alle Indianer dürfen und Neger dürfen genauso gemacht. Das heißt, im Grunde genommen, und aus die da haben sie natürlich dann wieder natürlich dann automatisch gerne Häuptling gewählt. Das war die Demokratie, so wie es ausgelebt war. Kann man ablesen? Kann man abforschen? Weil, wenn man sich an diesen natürlichen, ja, mathematischen, naturwissenschaftlichen Vorgegeben nicht gehalten hätte, wäre man zu Grund gegangen. Weil ich kann natürlich heutzutage sagen, mit den Normalverteilungskurven, also da drinnen sind, also wisst ihr, wir Durchschnittsbürger, okay, wir fahren einmal bei Oliver Dampe oder sonst irgendwas, oder zahlen wir am Sonntag die Zeitung nicht, dann gibt es die moralisch, also wisst ihr, her korrekten und wirklich die ganz tugendhaften, und auf der anderen Seite hast du dann da die Politiker und Banker und so. Richtung, ja. Also, das gefällt mir. Und natürlich, wenn du jetzt von dem System ausgehst, ja, wie groß, es darf die zufällig hinter der Person ausbilden, ohne dass ich das los, wie groß war denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau einen von den 16% kriege und ich zufällig einen ausbilde? Ja, 1 zu 9000. Die Wahrscheinlichkeit war halt im Endeffekt 1 zu 16. 1 zu 16. Ja. Oder Kinder 25 Jahre, wenn du zügst, wenn du sagst, ja 16%, wenn ich sage, jetzt Kinder sagen, ja, also jetzt mit einer 16% stimmt jetzt nicht genau im Endeffekt, wenn ich sage, wenn ich jetzt genau sage, war die 1600stel natürlich, ja. 1600stel% ist der 100stel Teil. Das heißt 16 durch 100, wie viel haben wir da ungefähr? Das heißt, ja, im Endeffekt habe ich quasi 0,16. Das heißt, im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ich, sage jetzt einmal, aus Zufallsprinzip, sage jetzt einmal, einen auswähle. So, jetzt stelle ich einen Gemeinderat zusammen. Ein Gemeinderat brauche ich 10 Leute. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter den 10 Leuten zufällig einer von den Guten dabei ist, im Endeffekt 0,16 hoch 10. So, das heißt 0,16 hoch 10 ist 0,00000. Ich höre jetzt schon auf. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, in einem System, wo alle das gleiche Stimmrecht haben, einen Gemeinderat oder Nationalrat zusammenstellen aus qualifiziert hochwertigen Leuten. Das ist unmöglich. Statistisch gesehen unmöglich. Weil irgendwann sagt der Techniker, wenn ich so viel Komma hin, also so viel
0 nimmt, dann Komma ab, aber wenn hinten dann irgendeine 1 kommt, ist es 0. Das ist die Wahrscheinlichkeit, ist nicht möglich, ein fähiges Regierungssystem mit so einem System zu machen. Hm? Geht nicht. Geht mathematisch, naturwissenschaftlich nicht. Ja? Das heißt, dieser Begriff im Endeffekt, der Schiller hat gesagt, Demokratie ist die Herrschaft der Dummen. Stimmt schon, im Endeffekt, wie dumm vielleicht ist es auch fertig. Es gibt halt Menschen, die halt einfach andere Fähigkeiten haben. Aber Zusammenhänge zu lesen, das heißt, also jetzt einmal, bis daher, die können halt einfach, die lesen die Tageszeitung, was in der Tageszeitung steht, das weiß ich. Das Gesetz. Und somit quasi kann man natürlich die Wahlen beeinflussen und ich sage, okay, wir brauchen nur die Tageszeitung und sagen, was wir halt dann schreiben sollen und dann die Leute machen und das. Gut, okay. Das ist jetzt grundsätzlich immer Karl Friedrich Gauss, der ist dann, wo man gesagt hat, okay, alle Dinge in der Natur sind quasi annähernd Normalverteilung. Man kann es nicht mathematisch exakt berechnen, dass in der Standardabweichung ungefähr 2/3 sind, das heißt links bleibt ungefähr 16%, rechts 16%. Das ist eigentlich grundsätzlich einmal die Quintessenz von dem. Ja? Und dass eigentlich alle gut funktionierenden Dorfgemeinschaften, Dorfherrschaften auch auf dieses System zugriffen haben, sonst wären sie kaputt gegangen. Warten sie gesagt, das hat nicht funktioniert. Naja, das ist ja grundsätzlich jetzt einmal, war das nicht so schwer, oder? Nein. Jetzt kommt ein ganz einfaches Beispiel zum Karl Friedrich Gauss. Jetzt steigen wir sofort in dieses Niveau ein, was dann eigentlich auch dann, so wie es in deiner Folge kommt. Grundwertinger, als Beispiel. Grundwertinger. Ich habe, genau da drin, ist ja wurscht. Sag jetzt einmal, genau, Musterung. Ja? Und jetzt ist es einfach ganz leicht, ich schaue ganz gut rein, das ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du den ganzen Gauss verstanden. Also dann hast du schon ein Drittel von der Wahrscheinlichkeit rechnen. Jetzt wird schauen, wo das ich ist. Aber nur eins. Bitte? Aber nur ein Drittel, ich brauche aber die 200 auch noch. Die 200 Drittel sind im Endeffekt, das eine ist Statistik, das ist leichter, um einiges. Ach so, weil das ja dazugehört. Körpergröße, genau. Genau. Genau, Körpergröße. Aha. Okay. Wo steht da? Die Körpergrößen einer Gruppe von Soldaten wurden gemessen. Die Werte sind annähernd normal verteilt mit dem Mittelwert. Genau. Annähernd normal verteilt, die Werte entsprechen quasi unserer sogenannten Clausschen Uhr. Okay, der Mittelwert, ja. Aha, ja. Also mit dem normal verteilt ist quasi, ja, genau. Das gemeint. Mhm. Der Mittelwert sind 175 cm. Aha, Mü, ja. Ist 175 cm. Okay, Durchschnittswert. Und sind 5,4 cm. Aha, die Standardabweichung gleich. 5,4. Das heißt, ich gehe jetzt auf der linken Seite 5,4 dazu. Dann quasi 175 plus 5,4 sind wir auch. 180,4. 169,6, gell? Okay. Jetzt kann ich sagen, wie viel Prozent sind ungefähr da drinnen in den Feld? Was haben wir denn da vorher gehabt? Ungefähr 2/3, also ungefähr. Also sind das auch nur die 60er, oder? Ungefähr 68%. Also ungefähr 68% sind inzwischen 1,69,6 und 80,4. Ist das immer so? Wie 68 ist diese Frage? Immer so, das ist der. Weil jetzt tue ich mir dann bei Ergebnissen schon relativ leicht was rauszukommen. Weil es bleiben da ungefähr für den Kuchen bleiben ungefähr 16% über. Aha. Und natürlich in dem bisschen symmetrisch ist. 16%. So, okay. Gut. Das war jetzt im Endeffekt, ich kann quasi aus einem Text bereits schon eine Normalverteilungskurven zeichnen.
Das ist einmal das Wichtigste. Wie bei den Winkelfunktionen. So, und was wollen Sie jetzt wissen natürlich? Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Soldat größer als 180 cm ist? Vergleichen Sie die Wahrscheinlichkeiten für die zufällige Auswahl eines Soldaten, dessen Körpergröße unter 170 cm ist. Als erstes A. 180. P. Die Wahrscheinlichkeit wird größer als 180 cm sein. Wahrscheinlichkeit P. Und jetzt schaue ich in mein Diagramm, welche Fläche hätte ich denn da? Das heißt, ich hätte da ungefähr den Kuchen, gibst du mir recht? Mhm. Mit wie viel Prozent werde ich denn ungefähr das Ergebnis rechnen können? Mit 16. Ungefähr 16, vielleicht sogar eine Spur mehr. Okay, sag jetzt einmal ungefähr, sag jetzt einmal 17% beziehungsweise 0,17. Ja? Klar? War es denn schwach? Das heißt, ich kann allein mit der Faustregel schon relativ gut das Ergebnis anschätzen, was auszukommen. So, und jetzt ist eine Sache, du brauchst mir auch Formel zu dem Kapitel. Das ist die sogenannte Z-Transformation. Z ist gleich x minus μ durch Sigma. Das ist die einzige Formel, was ich brauche. Schaut jetzt irrsinnig kompliziert aus. In μ kennen wir in μ. Ja, die 175 gesagt ist, ne? Kennen wir das Sigma? Nein, kenne ich das Sigma. Ah, das Sigma ist das da, okay, ja. Und was kennt meinst du mein x sein in dem Zusammenhang, in Sachzusammenhang da? Da steht es eh schon. Die Größe 180, oder? Genau. Aha. Das ist die einzige Formel, die du brauchst. Ja. So, das heißt, ich habe 180, ja, minus 175 durch 5,4. Und jetzt schauen wir uns jetzt an, was kriegen wir da außer? 180, ja. Das sind 5 durch 5,4. Hm? 0,92. Ich sage es 0,96. Okay. So, das kriegen wir im Wert noch. Das kriegen wir nicht. Also das ist die einzige Formel, was es gibt. Mhm. In den Wert, jetzt gehe ich quasi in der Formelhälfte, das liegt eh schon, da hast du eine Tabelle. Mhm. Die ist ziemlich weit hinten. 34, Seite 44, 45, Normalverteilungstabelle. Ach so, okay, ja. So. Jetzt ziehst du auf einmal da einen Z-Wert. Ziehst du da einen Z-Wert? Ja. Stehen? Und da muss ich auf 0 hinein. Genau, da hast du schon verstanden. Du sagst beim Z-Wert 0 hinein. Ja, jetzt kann ich aussuchen. Entweder 0,92 oder 0,93. Was ist da lieber? Nehmen wir 0,93. Okay, das heißt, in der Tabelle werde ich 0,93 gewählt. So. Und jetzt kriegst du links davon zwei Werte. Du denkst dir vorher ein Komma. Entweder 0,1762 oder 0,8238. Okay. Siehst du zwei Werte? Ja. Welcher Wert in der Tabelle ist näher bei dem Wert? Die 0,17. Genau. Also die erste, die 0,17, ja. Genau. Daraus folgt. Ja. Steht Phi Z oder Phi minus Z, das ist nicht ungefähr, das ist wurscht, ist gleich 0,17. 6,2 beziehungsweise mal 100, 17,62%. Cool. Okay. Der einzige Schmäh ist, wo es eigentlich ganz selten eingegangen wird drauf, dass ich mal die Faustregel habe. Weil da habe ich sofort, weil ich oft muss sagen, es gibt ja mehrere, du schaue nach, welcher Wert ist denn tatsächlich. Und mit dem Schmäh weiß ich auch 16%, 16%, was kann ich erwarten. Im Endeffekt mechert ich den Kuchen in die Richtung. Aha. Das ist eigentlich alles. Ja.
Es gibt nur zwei, drei Kleinigkeiten, sag ich jetzt einmal, aber die Kohl musst du für nächstes Mal. Okay. Das ist im Grunde genommen schon ein großer Brocken. Schaut viel komplizierter aus, wie es ist. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist, glaube ich, das einfachste, nachvollziehbare, was ich in meiner Zeit bis jetzt gemacht habe. Und das wird jetzt der Ausrostungstrippel. Es gibt dann noch andere mathematische Modelle, um das zu berechnen, sage ich jetzt mal. Das nehme ich eher für Bandbreiten. Ja, sage ich mal. So und so viel Prozent bis so und so viel Prozent. Das Grundprinzip, wenn du das mit der Z-Transformation einmal verstanden hast, ist ganz leicht. Ich kann natürlich umgekehrt, wenn ich einen Prozentwert wissen will, ja, ich möchte den Prozentwert wissen, ja. Garantiert der Böen kriegt dann einen Z-Wert. Du fasst es quasi von hinten auf. Ne? Genau. Keine Z und kriegt dann mit der Umformung zu an einfach einen X-Wert. Das ist eigentlich im Endeffekt einmal das Wichtigste, was man wissen muss. Man kann mit Taschenrechner auch arbeiten, ich bin neugierig, ob sie es immer noch mit der Tabellen lernen, aber dann meistens mit der Normalverteilungstabellen geht es auf der Plus- und Schöller. Es ist im Grunde genommen nichts dabei. Das ist alles. Aber es ist ja wurscht, wenn ich weiß, wie das zum Anwenden ist. Und wir würden jetzt im Kurs mit dem Rechner machen, kann ich auch das nicht, oder? Ganz egal. Also dann stimmen wir mal das und das eigentlich. Ich finde, das Wichtigste ist das, dass ich weiß, wo bin ich quasi mit meinen zwei Vektoren. Wo bin ich mit denen? Ich bin echt gespannt, wenn wir das im Kurs aufziehen. Weil das ist ja Mickey Mouse, ne? Ja, ich sag's nicht, manche tun sich trotzdem schwer. Mich schätzen, die meisten haben immer das Problem gehabt, ja, welche Zahlen der Dissen vor die zwei jetzt. Aber wenn ich das Ergebnis schon vorher mit der Methode sofort, dann habe ich es eindeutig. Entweder ist es besser, wenn ich nur oder klarer, wenn ich nur. Und Skizzen auffertigen, das ist aber das Wichtige. Also ich weiß, wie schaut das jetzt grafisch aus, was meinen sie eigentlich überhaupt, und dann kann ich alle anderen Fragen natürlich auch versuchen beantworten. Gut, ich würde sagen, wir lassen es sein. Ja, passt. Kurz sein. Und ich würde sagen, das passt weit.